Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und hier euch informieren lassen wollt von uns. Es geht um einen Ausblick und es geht um Buffs und Nerfs. Schiffe werden verändert und wir wollen euch ein bisschen, ja, erklären, wie und warum möglicherweise. Fangen wir zuerst an mit der Hosho. Tier 4 Flugzeugträger, der wurde ja vor kurzer Zeit schon mal verändert und zwar genervt. Und da ging es um die Reload-Zeit der Flugzeuge, wenn ich mich richtig entsinne. Also wie schnell wieder neue Flugzeuge entdeckt kommen, wenn sie abgeschossen wurden. Das Problem bei der Hoshu war, dass sie sehr, sehr stark war für ihre Tierstufe und nahezu unendlich Torpedobomber benutzen konnte, diese starten konnte, Torpedos abwerfen, dann wurden die Flugzeuge abgeschossen, sie konnte sofort die nächste Staffel starten. Es war einfach, diese Flugzeugwartungszeit war zu kurz. Ja, und die Flugzeuge, die zurückgeflogen sind, in Anführungsstrichen, waren auch zu schnell. Darum wurde die Geschwindigkeit auch verändert und so weiter. Das ist jetzt aber noch nicht alles, weil es gibt halt jetzt auch noch die Veränderung, dass der Torpedo-Einzielen bei Flugmanövern jetzt wieder schwieriger geworden ist. In der Vergangenheit war es so, dass man den Angriff gestartet hat und man noch leichte Korrekturen oder Korrektur vornehmen konnte, ohne dass dieser Winkel, diese Winkelanzeige, dieses Overlay, wie, wohin die Torpedos jetzt abgeworfen werden, sich quasi groß verändert hat. Das wird jetzt in Zukunft wieder schwerer, weil diese Winkelanzeige sich jetzt quasi wieder ein bisschen nervöser verhält. Wenn man Korrekturen macht, wird diese Winkelanzeige sich halt schneller verändern und damit auch die Torpedos mehr streuen, in Anführungsstrichen. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es soll somit halt für den geneigten Hoshu-Kapitän ein bisschen schwieriger werden, richtig zu treffen. Man muss dann eben schon den Anflug vernünftig vorausplanen. Das ist das, was bei der Hoshu verändert wird. Damit soll sie so ein bisschen angeglichener werden, weil der Schaden wohl immer noch ein bisschen zu hoch ist für einen T4-Träger oder Einfluss auf das Gefecht. Und dann geht es gleich weiter mit dem Einfluss aufs Gefecht und zwar bei der Midway. T-10 Flugzeugträger der amerikanischen Navy. Ja, Top-Tier in dem Sinn, aber er hat sich leider nicht immer so wie ein Top-Tier verhalten, könnte man quasi sagen. Er war ein bisschen zu schwach. Bei den jüngsten Veränderungen, die bei der Midway durchgeführt wurden, hat sich herausgestellt, dass das ein bisschen zu viel war. Und jetzt wird dem ein bisschen entgegengewirkt und zwar der maximale Schaden der Torpedos wird erhöht. Ihr seht es hier noch, der Wert, den wir im Moment noch im Spiel haben, ist 4.233 Trefferpunkte, die ein Torpedo hat, maximal. Ja, der wird erhöht auf 5.067 Punkte. Ja, so, dass ja, ein bisschen mehr Schaden kleben bleibt, auch wenn da möglicherweise der Torpedoschutz aktiv ist, wie auch immer. Und der nächste Punkt, und das wird euch als Flugzeugträgerpiloten auf jeden Fall auch freuen, die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit der Torpedos der Amerikaner wird auch erhöht. Jetzt darf man ja auch schon mal eins nicht vergessen. Die Flugzeuge, die hier unterwegs sind, die haben, jedes Flugzeug hat zwei. Eine Angriffsstaffel besteht aus drei, also haben wir sechs Torpedos. Und die haben jetzt dann, jeder Torpedo für sich, eine Wassereinbruchswahrscheinlichkeit von 42%. Keine Sorge, das ist natürlich jetzt der totale Wert. Der wird nachher in Formeln gegen euer Schiff gegengerechnet. Wo trifft der Torpedo und so weiter. Also es ist jetzt so ähnlich wie der Brandwahrscheinlichkeit, die hier im Prozent angegeben ist, auch nicht 100%ig umrechenbar, weil eine ganz andere Formel mit Koeffizienten dahinter steht und so eine ganzen Geschichten, wo das nochmal gegengerechnet wird. Also darum gibt es ja auch durchaus Gefechte, wo ihr 20% Brandwahrscheinlichkeit habt, aber nur ganz wenig Brände macht, ja, weil RNG da noch eine Rolle spielt, der Koeffizient, was der Kapitän geskillt hat beim Gegnerschiff und so weiter. Und genau so ist es eben hier bei der Wassereinbruchswahrscheinlichkeit eben auch, ne? Wollen wir es so notieren, es ist eine leicht erhöhte Wassereinbruchswahrscheinlichkeit in Zukunft bei den Torpedos. Wenn ihr mit euren Torpedos vorne oder hinten trefft, da wo die Torpedoschadensverringerung sowieso nicht ist, ist es natürlich auch eine ganz andere Wahrscheinlichkeit, Schaden zu machen. Also der Schaden ist da höher, ja, und die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit in der Regel eigentlich auch. Also so ist zumindest mein Spielgefühl. Wenn ich vorne oder hinten treffe, ist es natürlich leichter, einen Wassereinbruch zu machen. Wenn du den Torpedo-Schadensverringerungsbereich triffst, dann machst du erstens weniger Alpha, also weniger Schaden, ne? Nicht den Alpha-Damage sowieso nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dadurch Wassereinbrüche zu generieren, geringer, weil da ja quasi der Bereich ist von einem Schiff, der besonders gegen Torpedos geschützt ist. Ne? Das wird auch in diesem Spiel hier berücksichtigt. Von dem T-10 amerikanischen Flugzeugträger gehen wir jetzt rüber zu dem amerikanischen Kreuzer T-10 Salem. Der Pionier der Waffenkammer für Kohle, kann man ja quasi so sagen. Der bekommt nämlich jetzt einen Buff und der ist ganz kurz erzählt. Die Überwachungsradarlaufzeit bei der Salem war kürzer als bei der Des Moines und ja, in Zukunft soll es der Salem leichter gemacht werden, Schlüsselpositionen zu kontrollieren, so wie die Des Moines. Und deswegen wird die Überwachungsradardauer, die Laufzeit des Überwachungsradars, von 25 Sekunden auf 40 Sekunden erhöht. Das heißt, das Schiff
hat jetzt einen Super Heal und einen langlaufenden Überwachungsradar. Ja, das ist nochmal so ein Punkt, den man da vielleicht ja, auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten sollte für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht eine Desmo und eine Salem hat oder bei einer, beim T9-Schiff der Amerikaner bei dem Kreuzer steht und sagt, ha, gehe ich nochmal weiter oder hole ich mir die Salem. Ja, also das ist schon eine grundlegende Veränderung, wie ich finde, dass die Laufzeit halt jetzt 15 Sekunden verlängert wird, weil der Bonus dadurch ist schon relativ, die Tragweite des Schiffes, der Einfluss des Schiffes aufs Gefecht ist dadurch auf jeden Fall deutlich größer, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das steht der Salem auch. Ein Stück weit muss ich das schon so sagen, weil es ist ja am Ende ein Kohleschiff. Ja, am Ende ist es ein Kohleschiff, was auch irgendwo was Spezielles haben sollte, nicht nur den Superheal. Ja, im Gegensatz zu einer kurzen Radarlaufzeit. Das finde ich. Aber ich bin gespannt, wie es akzeptiert wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Veränderung findet. Man muss immer noch dazu sagen, Salem, Work in Progress, also nicht nur Salem, sondern alles, was wir hier besprechen, ist Work in Progress. Ihr seht das Symbol oben. Also das heißt, das kann auch sein, dass es nicht so kommt. Ja, ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte. Und dann kommen wir zum großen Kurfürst, den ich jetzt hier mal stellvertretend für die deutschen Schlachtschiffe in den Hafen gestellt habe. Da gibt's Veränderungen, und zwar bei der Streuungsellipse. Alle deutschen Schlachtschiffe bekommen jetzt die Abmessung der Streuungsellipse der amerikanischen und britischen Schlachtschiffe. Das ist also eine Veränderung, die wir nicht ganz genau nachvollziehen können, außer bei der horizontalen Streuung. Da könnte man den Wert dann eventuell sehen. Ja, aber das Ausdehnungsverhalten, also die Form der Ellipse, wird jetzt an die amerikanischen Schlachtschiffe und die britischen Schlachtschiffe angepasst. Nichtsdestotrotz heißt das nicht automatisch, dass deutsche Schlachtschiffe in Zukunft ganz viel genauer schießen werden. Es geht vielmehr darum, wie weit diese Munition sich ausdehnt, also was die maximalste Streuung sein könnte. Ja, und die ist immer noch relativ groß, auch bei einer Montana. Ja, der Vorteil der Montana liegt ja darin, dass der Sigma-Wert höher ist als beim Kurfürsten. Der Montana-Wert ist bei 1,9, der Kurfürst hat 1,8, die Conquerer hat 1,8. Ne? Also in der Standard-Konfiguration mit 419 mm, die es ja jetzt nur noch gibt seit kurzer Zeit. Ja, also nur mal so, das ist jetzt noch nicht meiner Meinung nach der totale Allheilmittel. Abgesehen mal davon, dass diese Schiffe sich gänzlich verschieden fahren. Der Kurfürst ist ein Frontschwein und gehört auf die Kurz- und Mittelstrecke. Das härtest gepanzerte Schiff im Spiel. Ja, auch nicht, also sogar stärker als das, was die Kreml gepanzert hat. Ja, hat halt eine komplett andere Spielweise als zum Beispiel eine Conqueror, die eher am Kartenrand steht und von hinten mit HE schießt. Ja. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich von dieser Veränderung mit der Streuung halten soll. Prinzipiell hört sich das erstmal gut an. Ob in der Praxis dann so sein wird, muss man dann mal schauen. Es gibt aber noch eine weitere Veränderung. Das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, kann man sagen. Prinzipiell wird es in Zukunft möglich sein, die hydroakustische Suche-Modifikation 1 auf jedem Schiff ab der Stufe 6 zu montieren. Da wurde dieses Schiff tatsächlich auch eine Hydroakustik bietet. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Abruzzi, die hat eine Hydroakustik, da kann man dann in Zukunft auch die Hydroakustik mit draufbauen und so weiter und so fort. Das ist erstmal eine Klarstellung von Wargaming, dass alle Schiffe ab Stufe 6 eben jetzt diese Verbesserung montieren können. Und zusätzlich kommt noch eine Info, nämlich diese hydroakustische Suche war ja in der Vergangenheit nur möglich, auf Zerstörern oder Kreuzer zu montieren. In Zukunft wird es ein Standalone-Merkmal geben für deutsche Schlachtschiffe. Denn alle deutschen Schlachtschiffe können in Zukunft, wenn sie Hydroakustik haben, auch diese Verbesserungsmodul einbauen. Das bedeutet, die Hydroakustik ist ja sowieso schon cool bei den Deutschen. Ihr könnt hier auf T10 bei dem großen Kurfürsten 6 Kilometer Schiffe und 4 Kilometer Torpedos aufklären. Und in Zukunft, wenn ihr diese Modifikation montiert habt, diese Sache noch 20% länger laufen lassen. Ja, wir gucken uns ganz kurz hier das mal beim Kurfürsten an. Wir haben jetzt hier das Premium-Verbrauchsmaterial hydroakustische Suche 2 drin. Die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials beträgt 120 Sekunden. Das heißt, wir dürfen jetzt 20% länger unterwegs sein, also kriegen wir 24 Sekunden nochmal oben drauf. Dann sind es 144 Sekunden und die Ladezeit beträgt nur 114 in meiner Skillung hier. Das ist ja noch ohne Kapitän und so. Aber nur mal so, um zu verdeutlichen, was das bewirkt. Ja? Ihr müsst natürlich hier bei den Verbesserungen vorne dann hier auf die Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1 verzichten. Das heißt, das Risiko des Brandes oder des Wassereinbruchs steigt leicht. Ja? Aber ihr habt dafür länger Zeit, Torpedos zu vermeiden, sozusagen, ne? Weil das Hydro-Ding eben länger arbeitet. Das ist am Ende der Trade, den ihr da eingehen müsst.
Und dann kommen wir zur letzten Veränderung bei den Schiffen. Und zwar dem T5 schweren Kreuzer der britischen Royal Navy, die Hawkins. Da gibt es eine Veränderung, und zwar bei der Erkennbarkeitsweite zur Luft. Die wird nämlich verändert von 6,34 Kilometer, jetzt haltet euch fest, hoch auf 6,44 Kilometer. Also ganze 80 Meter seid ihr jetzt weiter erkennbar. Und begründet wird das alles mit der Erkennbarkeitsweite der Hawkins, die aus der Luft teilweise geringer war als die Reichweite der Flak. Wenn ich mir jetzt aber die Reichweite der Flak angucke, dann war die maximal möglich bis 4 Kilometer. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Veränderung der Erkennbarkeit zur Luft da jetzt einen Unterschied ausmachen soll. Vielleicht gab es da auch irgendeinen Bug, der jetzt hier ein bisschen komisch umschrieben wird. Aber auf jeden Fall ist es jetzt hier auch so, dass eben da eine Veränderung herbeigeführt wird. Es ist ein Testschiff. Wir werden sehen, wie sich das dann irgendwann auswirkt, wenn man dann überhaupt nachher noch mitbekommt und auf dem Zettel hat. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch heute hier mit auf den Weg geben wollte. Ich denke, für die deutschen Schiffe gibt es eine positive Veränderung. Man muss dann genau sehen, wie doll sie sein wird. Ja, für die Hydrakustik, da sehe ich ein ganz großes Plus dahinter, muss ich ganz klar sagen. Bei der Streuung, naja, ich habe es ja schon erzählt, ist so, bin mal gespannt. Für die Midway freue ich mich, für die Hoshu, gut, die bin ich jetzt kaum noch gefahren. Ich kann da gar nicht so richtig beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich finde auch die Salem-Veränderung gut, weil sie dann ein vernünftiges Pendant zur Desmo nochmal ist. Bloß mit Superheal, das ist eben wert, vielleicht diese Kohle jetzt auszugeben, auch wenn man die Desmo schon hat, weiß ich nicht. Müsst ihr selber beurteilen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Kommentare da lasst, einen Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Erzählt gerne weiter von diesem Kanal, würde mich auch mega freuen. Und dann sage ich, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.